Hallo Leute und willkommen zu einem Minecraft Snapshot nach einer Woche Pause. Ja, letzte Woche kam keiner raus, weil die so viel gefeiert haben. Ich weiß auch nicht, was sie gefeiert haben. Auf jeden Fall haben sie irgendwas gefeiert. Und deswegen haben sie die ganze Woche, glaube ich, keine Zeit gehabt, um irgendwas an Minecraft zu arbeiten. Und ja, deswegen haben sie erst seit Montag, also seit diesem Montag, an diesem Snapshot, glaube ich, gearbeitet. Und deswegen gibt es auch nicht so viel Neues, aber es gibt so ein paar Sachen, die richtig reinhauen und trotzdem schon sehr viel bewirken. Kann man so sagen. So, also ja, das ist 13W21A und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal und schauen in die neuen Sachen rein. So Leute, wir fangen heute mal an mit einem, ich nenne es jetzt mal Pferde-Update. Und zwar haben die Esel und die Pferde und die Schweine ein Update bekommen, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sollte ja gleich mal damit anfangen, wenn ich auf einem Schwein reite, dann sehen wir jetzt, dass das Schwein Leben hat. Ich habe das vorhin ein bisschen geschlagen, hier so, und jeder Schlag zieht ein halbes Herz ab, jeder normale Schlag, und ja, das regeneriert aber leider nicht mehr das Schwein, aber mit einem Trank der Regeneration würde das wahrscheinlich schon funktionieren. Aber das ist auf jeden Fall neu, was ich noch in keinem Video gesehen habe. Also noch keiner hat gezeigt, dass das Schwein Leben hat. Das habe echt ich rausgefunden. Hab mich echt geschockt. Naja, ich bin froh drüber. Gut, also, ja, Donut, hier haben wir einen Esel. Wir machen mal Rechtsklick und dann sehen wir ein neues Menü. Wir können ihn übrigens auch benennen. Konnte man davor schon, aber wenn ich Rechtsklick mache, jetzt steckt. Wie? Also manchmal, wenn ich Rechtsklick mache, besteige ich ihn. Und manchmal öffnet sich dann nur das Inventar. Hä, wie habe ich das denn vorhin gemacht? Ich habe nicht. Na. Und da sieht man dann übrigens auch einen Namen, was ziemlich geil ist. Und hier steht auch. Und ja, so können wir jetzt den Sattel hier anbringen. Hier ist jetzt auch nichts, aber wenn wir mit der Chest rechts gehen auf den Esel und das nochmal öffnen, ja so, dann eh halt. Dann sehen wir jetzt, wir können die Chest nicht abnehmen vom Esel, das ziemlich schade ist, aber wir können hier Sachen reintun. Der Esel kann leider keine Rüstung tragen. Aber naja, also beim Pferd ist es dann fast genauso, also einfach Rechtsklick, Sattel drauf. Also natürlich müsst ihr die erstmal züchten, damit ihr das hier Rechtsklick, ne, machen könnt. Also aufsteigen und dann... Seht ihr? Jetzt habe ich Rechtsklick gemacht, aber bin nicht aufgestiegen. Ne? Normalerweise... Oder ist es nur... Ah, das ist echt komisch. Gut, also, hier können wir jetzt halt aber die Rüstung drauf tun und... Das Geile ist, dass man die wieder abnehmen kann. Kann man einfach... Ne? Tauschen. Wenn man besser hat. Und hier, das Seil glitscht irgendwie in den Bildschirm hinein. In den Guy. Und ich weiß auch nicht, was das hier sein soll. Vielleicht kommt da mal noch irgendwas rein. Wer weiß, und wenn wir auf einem Pferd reiten jetzt, wie macht man das denn jetzt so, und dann eine Enderperle schmeißen, dann können wir uns jetzt wieder teleportieren. Also auf Pferden oder Schweinen. Ups, so sollte man es dann doch nicht machen. So, ihr seht, dass es funktioniert. Und jetzt sollte ich mich mal ein bisschen heilen erstmal. So. Und im Boot funktioniert es auch. Das sollte ich erstmal später machen. So, und Heuballen können brennen. Ich habe meine ersten drei Fakten der Woche gesagt, dass sie nicht brennen können. Aber, ja, das ist jetzt wohl Geschichte. So, und hier nochmal, dass es im Boot auch funktioniert. Ui. Okay, Leute, also im kreativen Modus gibt es jetzt keine XP-Bar mehr. Es war ja davor schon so, dass man keine XP-Bar hatte. Wenn man auch 0 XP hat oder 0 XP Level. Aber ich kann euch ja das mal beweisen hier. Ich sollte jetzt eigentlich schon 1000 Level oder so haben. Nicht, Mann. Aber 10 oder so schon. Und wir sehen trotzdem noch kein Level. Also im Kreativmodus ist es jetzt entfernt worden. Und es gibt jetzt auch so ein paar Sachen, die aber noch nicht offiziell sind. Also hier, das haben sie jetzt nur mal so vorläufig geedit. Ist auch eigentlich nur für Map-Makers gut, wie zum Beispiel Vex. Also, dass ihr seht schon, das plus 4 Attack-Damage, das meine ich. Das ist hier bei den Waffen, also Werkzeug, und hier bei Schwertern, beim Bogen, wenn man den irgendwie auszieht, ist auch irgendwas. Und bei Tränken ist es auch hier. Da ist auch irgendwas Komisches da. Wenn Applied, steht gar nichts da.
hier, da ist immer auch 2,3 Damage. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht gibt es bald 2,3 Herzen. Wer weiß. Naja, aber das ist auf jeden Fall noch in voller Bearbeitung. Die haben damit erst angefangen und wir werden vielleicht im nächsten Snapshot mehr darüber erfahren. Und übrigens, man kann jetzt Pferde züchten, ohne auf ihnen drauf sitzen zu müssen. Also ganz normal mit einem goldenen Apfel. Ja, yeah, viel einfacher. Und da kommt jetzt ein Maulesel raus, oder? Haha, wie es gewusst hat. So, dann schauen wir schnell, was in diesem Snapshot für Bugs gefixt wurden. Also, wir haben hier einen stark beschädigten Amboss im Inventar. Man sieht hier keinen Schaden und hier auch nicht. Und im Item-Rahmen auch nicht. Und hier in diesem neuen Snapshot 13W21A sieht man ganz deutlich, dass dieser Amboss in meinem Inventar geschädigt ist. Und in dem Item-Rahmen auch. Die Lebensanzeige für Pferde und die Hungeranzeige für mich waren ein bisschen buggy, sind aber jetzt gefixt. So, Freunde, ich möchte jetzt ein Pferd spawnen. Funktioniert einwandfrei. Wenn ich denselben Typ von, also wie dieses hier spawnen will, auch so eins, so ein gepunktetes, und dann mit dem Spawner rechtsklick mache auf das Pferd, dann steige ich auf. Wenn ich dann nochmal rechtsklick mache, hier, während ich aufgestiegen bin, dann spawnt es ein Pferd. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein Bug ist, dass es hier im neuen Snapshot jetzt so ist, dass wenn ich da rechtsklick mache auf das Pferd, dass ich dann denselben Typ bekomme, nur als Baby. Was richtig geil ist. Und die Babys folgen immer der Mutter. Yeah, richtig cool. Natürlich kann man trotzdem noch Babys spawnen, während man auf dem Pferd sitzt. Man konnte, wenn man auf dem Pferd saß, den Namen sehen. Was man jetzt nur noch kann, wenn man das Inventar öffnet. Oder absteigt. Ah, da. Wenn man in einen Rahmen einen Kompass gelegt hatte, dann sahen so die Kessel aus. Und es wurde gefixt. Fuck yeah. Hey, so am Rande, das habe ich jetzt gerade so gesehen. Da stand doch mal irgendwie sowas, dass man das irgendwie nicht bekommen kann. Oder da stand keine Levelanzahl. Also da wusste man noch nicht, wie man es bekommen soll, wenn man da jetzt zwei Sachen reingelegt hat. Wie zum Beispiel, was ich jetzt halt mache. Und zum Beispiel gab es da nur so Sachen, die unter 30 Level oder so kostet haben. Und hier habe ich jetzt eins, das 54 kostet. Und jetzt glaube ich, ist es so, dass man alles bekommen kann. Also, ja. Da stand einmal, dass man irgendwie zu wenig oder mehr Level braucht. Und ja, jetzt ist das, glaube ich, weg. Also, Daumen hoch. Und übrigens, wenn ihr irgendwas in eurer Hand habt gerade und ein Rüstungsteil kaputt geht, dann, also wenn jetzt das kaputt gehen würde, dann verliert ihr das, was ihr gerade in der Hand habt. Es war auf jeden Fall so und ist jetzt gefixt, Gott sei Dank. Weil das ist mir in meiner Let's Play Welt auch schon passiert, also. Ja, das war's mit diesem Snapshot 13W21A. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein.